Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit dem legendären Lagersystem, was wir letzte Folge angefangen haben. Und eventuell habe ich auch die ein oder andere nicht erwartete Sache probiert. Aber wer weiß, was daraus geworden ist. Folgt mir gerne auf Social Media und dann würde ich sagen, viel Spaß im Video. Und was, glaube ich, jetzt der größte und spannendste, mit Abstand spannendste Schritt werden wird, wird das hier. Eigentlich fehlt hier nur noch weißes Glas, wenn ich mich nicht irre. Also wir müssen hier nur noch weißes Glas einsetzen. Hier muss ich mir noch irgendeine Lösung einverlassen, was wir bei den Balkönen für ein Dach nehmen, ob wir da einfach nur Quarz drüber ziehen oder auch nochmal so ein Dach wie dort. Und theoretisch müsste das Grunddesign dann stehen. Das Grunddesign, wie gesagt, da fehlen noch die Details, das Redstone fehlt noch und was ganz wichtig ist hier, ne? Außerdem möchte ich dann hier einen Ausgang, nicht einen Eingang, sondern einen Ausgang hier haben und einen Ausgang hier haben, da wo man im Prinzip rausgeht und da wo jetzt diese Schalker-Box-Wall ist, okay, soll am Ende im Prinzip das Nether-Portal, was dort ist, hinkommen, dass man so rauslaufen kann und da kommt man so in den Raum und denkt sich so, boah, tschüss, wie schön, Das soll eigentlich am Ende das Ziel sein. Aber ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt mal hier um die Decke, um die Decken dort. Und dann sehen wir erstmal weiter, was wir mit den Details machen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß in der nächsten Timelapse zu dem gesamten Projekt. Rein da! Kurze Timelapse ist schon wieder vorbei, denn das Dach steht. Ey, Maschallah, ich muss wirklich sagen, mir gefällt das extrem, extrem, extrem gut. Der gesamte Raum sieht einfach bisher schon so schön aus und das ist auch noch nicht das Ende. Es ist einfach noch nicht das Ende. Wir haben einfach immer noch was zu tun. Genau. Wenn ihr mal guckt, Alter, man kommt jetzt wirklich herein. Man guckt so und dann guckt man so. Bam! Ich bin's. Das wunderschöne Lagersystem. Da oben sieht man auch durchgehend die Farm, so wie es wollte einfach. Hier einfach Fahrstuhl. Die Beacons, die eigentlich scheinen. Ich weiß nicht, die sind einfach gone. Die sind einfach gerade weg. Keine Ahnung, wo die Beacons hin sind. Guckt euch diese Decke an. Maschallah. Das ist einfach... Bruder. Wow. Wer hat diese Decke gebaut? Der verdient einen Orden. Ach, Digga. Ich war's ja. Ha. Tschüss. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, es fehlt trotzdem noch etwas, denn die Feinheiten sind ja noch nicht gemacht, die Beete fehlen noch, wie gerade erklärt. Ich würde sagen, die nächsten Schritte, die wir jetzt sofort unternehmen, sind einmal hier, also ich will hier, da und auf der Seite im Prinzip nochmal dieses Grünzeug bauen, wie wir es dort haben, nur halt hier an die Seiten. Dafür müssen wir noch jede Menge die Blöcke verändern und so, dass es wirklich exakt so wird, wie es hier ist. So will ich es wirklich auch da und dort haben und danach baue ich direkt im Anschluss mal ein paar Beete und so in den gesamten Raum, vergrüne mal den gesamten Raum, lass es hier alles mal ein bisschen belebter und schöner aussehen. Wisst ihr, was wir machen? Wir arbeiten auch am Ende mit Rüstungsständern. Klingt jetzt weird und wack, aber glaubt mir, Rüstungsständer werden am Ende in diesem Raum nochmal richtig was rausholen und alles richtig schön beleben. Aber zuerst würde ich sagen, die Feinheiten. Wir machen ja jetzt erstmal alles grün und danach, also der Raum wird einfach todesgeil. Ja, aber ihr seht das jetzt in der Timelapse. Ich wünsche euch viel Spaß. Ah, und wir haben das W noch geändert zu Diorit. Sieht einfach besser aus. Jetzt, let's go rein in die Timelapse. Willkommen aus der entscheidenden, geilen, also wahrscheinlich unfassbar nice Timelapse. Wir haben jetzt hier den ganzen kleinen, feinen Grünzeug-Stuff gesetzt und holy shit. Ich muss wirklich sagen, auch die Fenster finde ich jetzt gar nicht mehr so schlimm irgendwie im Gesamtbild. Also im Gesamtbild, wenn ich jetzt hier gucke, finde ich die Fenster echt nicht mehr so schlimm. Auch vor allem unfassbar stimmig, passt zum gesamten Lagersystem. Also wirklich, es passt einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut alles zusammen. Es ist einfach stimmig, oder? Wir haben hier zum Beispiel so zwei Tische hingepackt. Einfach, weil es halt nicer aussieht, auch so mit einem Stuhl, wo man ein bisschen chillen kann. Hier auch übrigens so schön mit Name. Es ist halt einfach geil. Also die Pilgrims kommen hier wirklich als absoluter, kompletter Endstep hin. Was ich jetzt noch dazu sagen muss, erstmal wundert euch nicht über diese Dirtblöcke. Keine Ahnung, die sind halt, weil sie da sind. aber die Next Mission jetzt, nachdem wir hier das Grünzeug im Prinzip gepflanzt haben und alles genauso funktioniert hat und jetzt ist, wie ich es haben wollte, müssen wir uns da oben um das Ding kümmern. Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, inwiefern wir da irgendwas Cooles draus machen sollen. Aber wir müssen es hinbekommen. Wir müssen einmal die Trichter aktivieren. Ne? Wir müssen einmal die Trichter aktivieren. Bedeutet, hier kommen überall Fill-Items dann rein, ne? Die dann im Prinzip machen, dass die Goldfarm an sich funktionell ist und man sie auch durchgehend nutzen kann ohne Probleme. Ich würde dann direkt, wenn ich das mache, hier außenrum um die Eisschichten jeweils nochmal Glas drumrum bauen, da wo ich kann. Sonst sind wir eigentlich lagersystemtechnisch echt super weit bisher. Aber naja, es hört nicht auf. Es gibt noch was zu tun. Also rein in die Timelapse. Let's go.
Willkommen zurück aus der Timelapse. Wir haben jetzt, glaube ich, mehr gemacht, als ich eigentlich gesagt habe, denn ihr seht, die Ranken sind ausdetailliert, wir haben da eine Lösung gefunden und auch von außen steht eigentlich das, man kann es eigentlich fast Gebäude mittlerweile nennen, ne? Es steht mittlerweile alles, es ist alles im Lot, die Items können hin und her geschossen werden, haben hier ihren Output, hier ihren Input, das habe ich ja alles schon gezeigt und ich muss auch sagen, der Raum an sich, Bruder, es ist einfach so stimmig, das mit den Blumen, es passt einfach alles perfekt. Mein Auge erkennt hier keine Unstimmigkeit im gesamten Raum. Keine einzige. Ich finde einfach alles wirklich sau, sau nice. Das Einzige, was mir persönlich noch fehlt, ist einmal, dass wir den ganzen Scheiß hier spawnproof machen. Aber das machen wir noch nicht. Denn, ich will hier warten, bis hier noch ein weiterer Gas spawnt. Und den werden wir hier oben einsperren, Digga. Hier oben kommt auf jeden Fall ein Gas hin. Wir hatten hier schon zwei Versuche. Leider sind die ein bisschen missglückt. Fragt nicht, was passiert ist. Und sobald der Gas hier oben ist und in Glas im Prinzip dann eingebaut wird und wir wirklich einfach ein Gas im Lagersystem haben, was ultra wild wäre, dann können wir ja die Blöcke spawnproof machen, hier Teppiche setze und so. Aber ich habe ja vorhin das Thema schon angerissen. Ich möchte eigentlich noch gerne mit Rüstungsständern arbeiten. Habe ich noch nie im gesamten Projekt. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, warum ich es noch nie gemacht habe. Ich habe leider keine Köpfe oder so. Das ist ein bisschen schade. Doch, Wither-Skelettenköpfe haben wir. Wir nehmen Wither-Skelettenköpfe, die haben wir. Außerdem werden wir jetzt gleich noch uns Rahmen nehmen und mit Rahmen einmal die Kisten markieren, also in welcher Kiste was für Items drin sind. Wir haben das jetzt so konstruiert, dass hier Gold ist. Digga, da oben fehlt eine Kiste. Hier ist Gold und da und da ist verrottetes Fleisch. Wie gesagt, hier kommt dann noch ein Eingangsbereich etc. hin, aber das kommt später. Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal die Rüstungsständer, holen erstmal Lederrüstung und Wither-Skelettenköpfe und danach placen wir den ganzen Shit mal. So, dann guckt der jetzt dahin und der kann sich ja mit dem zum Beispiel streiten. Und die anderen beiden chillen hier einfach nur ihre Eierstöcke und reden ein bisschen oder sowas. Warte, wir setzen den mal in die Ausrichtung. Was jetzt noch fehlt, ist ein Schild. Und dann können wir noch so einen Chef im Prinzip an diesen Tisch setzen. Der, dann kommt das hier hin. Das machen wir dann mal aus und setzen mal hier direkt hinten das Schild hin. Und dann kann hier noch so, wie so ein Chef, wisst ihr? So ein Chef, der so mit allen redet und so alles bestimmt so, yeah, Jungs. Was geht? Wir bauen einen, der tanzt auf den Tisch, aber hat halt nur die Hose aus, weißt du, wie ich meine? Und dann schieben wir den Endstab schieben wir ihm rein. Was denn? Was willst du ihm reinschieben? Also, nicht reinschieben, also mit Pisten halt, darüber reden wir nicht. Und dann tun wir noch einen hin, der versteckt sich. Warte, wir tun noch einen hin, der sich so versteckt als Easter Egg Chat. Der steht hier so im Boden, wisst ihr, wie ich meine? Der steht da unten so und guckt so von da unten sich so alles an, wisst ihr? Mach noch Enderdrachenköpfe. Oh, Enderdrachenköpfe sind ja über der wilde Call, Digga. Bedeutet, wir tauschen die Wither-Köpfe hier mal gegen die Enderdrachenköpfe aus. Kann ich das einfach so machen? Nee, ne? So, dann kommt der hier hin. Oh. Guck, die reden miteinander einfach. Dann kommt der dahin. Und kann ich den Kopf auch? Nee, okay. Alter, Bruder, wie wild. Wie wild, einfach Enderdrachen. Also an sich die Enderdrachen viel geiler. Warte, wir geben denen mal Rüstung. Wir geben denen mal alle Rüstung. Theoretisch müssen die alle das gleich anhaben. Warte, wir machen so ein Schild dahin. Guck mal auf den Stream. Wir wollen ja keinen Sexismus hier verbreiten. Nee. Stripper Innenchat. Bin ich der Einzige, der es wack findet? Bruder, Madel, wenn du das wack findest, bist du einfach lost. Also for real. Sorry, aber das sieht ultra nice aus einfach. Das ist ultra cool, oder? Das hat schon was. Und was mir gerade eingefallen ist, Digga, wir haben ja noch zwei Jungs, ne? Die zwei Jungs müssen ja auch noch da hoch. Darum kümmern wir uns mal ganz kurz, dass, wir müssen eigentlich eine kleine Bahn bauen und die einmal einfangen und dann gehen die ab nach da oben. Viel Spaß in der Timelapse dabei. Ich schieße jetzt einmal die Dinger nach da oben und bringe die irgendwie da hoch. Ich weiß noch nicht wie, aber wir kriegen das definitiv hin. Ich habe immer noch den Wither-Skeletten-Sky auf. Ich glaube, das wird sich jetzt auch nicht so schnell ändern, weil Helme sind bei mir eh nicht so in. Ihr habt es jetzt gerade gesehen. Wir haben hier sogar Teppiche und wir müssen da drüben dann später auch noch Teppiche setzen, wenn wir den Gas da eingesperrt haben. Da kommen da auch Teppiche hin. Aber wir haben jetzt hier die Teppiche geplaced und die zwei Dudes, einmal Pfiffi Geschnitzel und einmal Sir Elvre aus dem Streamchat, sind jetzt hier fleißig eingesperrt, wie man sie kennt. Die ja können jetzt ihr Leben lang da ihre Eierstöcke baumeln lassen und da einfach chillen. Wenn, dann sieht man sie nur, wenn man hier irgendwie drin rumfliegt oder den Fahrstuhl hochgeht oder von oben guckt oder so.
Aber es gibt noch eine nächste Mission und ich hoffe, das wird auch die Mission, wo wir dann zwischendrin irgendwie schaffen, den Ghast einzufangen. Das wäre nämlich das Beste. Es gibt noch eine wichtige, dicke Sache zu tun und zwar das hier. Das hier, seht ihr das? Die ganzen Blöcke sind nicht spawnproof, heißt, sie kann überall im Prinzip irgendwas spawnen. Das schränkt die Effizienz der Farm da oben ein. Bedeutet, wir müssen hier wieder alles spawnproof machen. Müssen, Half-Steps, denke ich, hauptsächlich placen, Teppiche placen. Das wird wirklich das Hauptsächlichste. Und ich hoffe, dass in der Zeit ein Ghast spawnt, den wir da eingefangen bekommen. Falls das nicht so sein sollte und ich mit allem Spawnproof machen fertig bin und immer noch kein Ghast habe, dann würde ich einfach hier Teppiche, hier kommen dann graue Teppiche rüber, Digga. Die werden dann einmal hier rüber gezogen. Das müsste circa eine gleiche Textur haben, also plus, minus. Und dann ist es halt so, dann haben wir hier kein Ghast. Da werden wir ja sehen, was damit ist. Ist auch so geil. Aber ich wünsche euch viel Spaß in der Timeless. Wir machen jetzt alles Spawnproof drumrum. Rein da. Ich wollte gerade die Wolle setzen, Digga. Warte, wir haben Blöcke. Ich brauche noch ein Stack Blöcke. Und wir versuchen den irgendwie hierher zu bekommen. Der muss irgendwie hier rein. Wir müssen den hier reinbekommen. 100%. Nein, Bruder. Geh nicht, komm her. Ja, schieß mich ab. Ist mir egal. Ist mir egal, komm her. Nein, komm her. Rudi. Wir haben uns, glaube ich, halbe Leben zersprengt. Keine Sorge, kann man alles reparieren. Den Ghast kann man nur einmal fangen. Warte, wir bauen uns mal nach hier. Wir brauchen den unbedingt da drinnen. Unbedingt, komm rüber, Bruder. Warte, ich baue mir hier mal eine Fläche, um ihn zu handeln. Oh, bitte, komm her. Bitte lass mich das schaffen. Er sieht mich nicht. Oh, was geht? Komm hier. Nein, wir müssen ein paar Blöcke hoch. Nein, oh fuck. Oh nein, es brennt. Alles gut. Fuck, ich muss höher. Ich muss irgendwie höher. Alles gut? Nio. Fick dich. Nein. Alles gut. Nein, mach's nicht. Abgewehrt. Ich hasse das Vieh so sehr. Komm noch her. Digga, was kämpfst du da jetzt am Boden? Nein, du verschwindest hier nicht. Okay. Wir sind drin. Sehr gut. Nein, flieg doch nicht weg. Ja, sehr gut. Oh nein, du Wichs! Okay. Nein! Oh fuck, ich hab's geblockt aus Versehen. Ich schaff das. Ich brauch den Ghast hier. Wir können alles reparieren, Chat. Nein, der Ghast ist weg. Oh nein, doch nicht nein. Nein. Mach doch nicht alles kaputt, Dicker. Ich will dich nur hier hoch. Jo, du musst hier hochkommen. Noch ist nicht so viel kaputt. Jetzt! Er muss hochkommen, ja? 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 Alles gut? Mann, wir müssen nach oben. Ich muss höher. Jetzt, komm hoch. Ja. Komm noch. Komm. Nein, mein Angel, nein. Nein, scheiß Vieh. Nein, es brennt alles. Chat, er war genau da. Fuck. Komm, wir machen direkt zwei Angeln und versuchen es weiter. Ich gebe mich auf. Ich gebe nicht auf. Ihr kennt mich. Oh, du Fickgesicht. Fick dich. Der sprengt mir einfach alles, Digga. Oh, fuck. Ich schaff das. Oh. Gute Gelegenheit. Ja, wie scheiße auf den Ghast. No joke, was war denn das, Digga? Ich wollte um ihn rumspringen, die Angel rauszücken, wollte da landen und ihn damit mitziehen. Versteht ihr, wie ich meine? Das wäre so geil geworden. Oh, das wäre so schön. Ja, wir lassen das, Digga. Der hat mir so viel kaputt gemacht. Schade, dass wir das nicht geschafft haben. Schade, dass es mit dem Ghast nichts wird, aber ne. Das tue ich mir wirklich nicht nochmal an. Und was nach dem Ghastangriff mit dem Lagersystem passiert ist und wie ich das Ganze dann weiterverfahre, wie vielleicht sogar die Eingangshalle wird, das seht ihr nächste Woche Sonntag um 16 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Ciao.